Willkommen zurück bei Nowhere Prophet. Wir sind immer noch in diesem Sumpfland oder was das war. Waren wir in einem Sumpfland? Ich glaube, es war ein Sumpf. Ja, sieht sehr sumpfig aus. Und wir hatten die Wahl, welchen Weg wir gehen. Ob wir einen langen Umweg gehen oder ob wir einen direkten Weg durch den Boss und dahinter direkt zum Lagerfeuer gehen. Und ich würde sagen, weil dahinter ja auch ein Lagerfeuer kommt, wo wir uns heilen könnten. Na gut, ja, so viel können wir vielleicht mit dem wenig Essen nicht heilen. Aber wir bekommen da ja sicherlich noch ein bisschen Loot. Und ich glaube, wir hatten noch nie einen Mini-Boss, deshalb gehe ich jetzt einfach mal dahin. Das ist die Raschwachen Outenposten. Aus Outenposten, genau. Ja, Enter Camp, hä? Ach so, ja, ich bin hier im Camp. Nee, wir haben doch unseren Konvoi schon. Ja, genau, da hatten wir nur das Zeug. Ja, haben wir ja schon alles gemacht. So, hier, wir wollen nämlich einfach hier reisen zum Raschwachen Außenposten. Wir kamen zu einer bewaffneten Truppe, die ein Camp bei der Straße aufgeschlagen hatte. Ein paar von ihnen waren gerade mit Trainieren beschäftigt. Wachen, die das Zeichen eines Offiziers trugen, kamen auf uns zu. Unser ehrbarer Kommandant erlangt die Anwesenheit eures Anführers. Tejandra mochte das nicht. Klingt nach einer Falle. Geh nicht allein. Das Angebot alleine annehmen, akzeptieren und Tajandra bringen oder ablehnen und das Feuer öffnen. Da vielleicht ist es ja keine Falle und der Tejandra, der hilft uns auf jeden Fall. Und irgendwie scheint das ein Buff zu sein, weil das hier ein Gold ist. Wahrscheinlich haben wir irgendwas Cooles mit dem Typen gemacht und können das deshalb machen. Keine Ahnung. Ja, machen wir mal das. Wir setzen uns in das farbenvolle Zelt des Kommandanten. Er bot uns eine Tasse von dampfendem Girand-Brindentee an, während er erklärte, dass er hier war, um eine Kampfkraft aufzubauen. Ihr versteht schon, ich kann euch hier nicht durchlassen. Ihr könnt uns entweder beitreten oder uns eure Waffen geben. Die Verhandlung beenden, dann gibt es wohl einen Kampf. Andere Optionen diskutieren. Was hast du noch so im Angebot, Kumpel? Ich bin nicht unvernünftig, sagte er. Was? I'll make do with some of your followers, was auch immer das heißt. Ich muss gerade den Spielton mal ein bisschen leiser drehen. Das ist immer noch. Kann ich anscheinend gerade nicht. Naja. Ach doch, da ging es ja. Ja, hier geht's. So. Soll ich mal noch einen Tick leiser? Ist gerade ziemlich laut. Hat es eigentlich abgemischt, aber irgendwie ist es wieder lauter geworden. Na gut. Lasst fünf von ihnen mit mir. Oh, habe ich gerade gegen das Mikrofon geschlagen. So, der Kommandant sagt also wieder: Lasst fünf von ihnen bei mir und ich lasse euch unverletzt gehen. Ich werde sogar etwas von unserem Essen mit euch teilen, damit es euch auch auf eurer Reise etwas leichter fällt. Wir können das Angebot annehmen, da verlieren wir vier Gefolgsleute. Wen? Dann dürfen wir das auswählen oder das Angebot ablehnen. Interessant. Ich meine, wir haben ja. Boah. Ich meine, da gibt's. Ich meine. Wir haben jetzt ja halt auch Typen, wenn ich die auswählen kann. Es sind ja jetzt auch. Oder ist das random, wenn ich es auswählen kann? Ich habe jetzt ja auch Karten, die nicht so krass sind. Dafür würden wir ein bisschen Essen bekommen. Ja, könnten dann. Ja, dann könnten wir eigentlich, ich meine, eigentlich. Der würde sicherlich Loot bringen, aber ich meine, mit den ganzen Verwundeten hier. Ich meine, ich weiß ja eigentlich, wollte ich den Loot haben. Aber das wäre jetzt ja auch gewissermaßen eine Chance auf Loot und es wäre halt einfacher und wir könnten vielleicht ein paar. Ja. Ich habe Angst, dass der es dann einfach per Zufall auswählt. Aber ich wollte auch den Miniboss haben. Ah, nee, ich nehme den Kampf, denn wenn er sonst bei Zufall auswählt, könnte es ja auch sein, dass die ja gleich einfach unsere richtig krassen Typen weg sind. Da steht ja nicht wer, deshalb lehne ich das Angebot mal lieber ab. Offensichtlicherweise konnte ich das Angebot nicht annehmen. Er hat seine Waffe gezogen, wie ich auch. Wir haben gleichzeitig aufeinander geschossen. Ein Strahl aus Blut spritzte aus seinem Torso, gerade als eine große Kugel mich traf.
Ich tauchte aus dem Zelt heraus, gerade als ein Nahkampf außerhalb ausbrach. Okay. Wir haben 2 Lebenspunkte verloren und akzeptieren mal. Ja, und jetzt müssen wir kämpfen. Okay. Warum ist das denn jetzt wieder so laut? Ach, hier kann ich nicht. Ah, dreh ich den halt. So, okay. Welcher Grund wieder so laut ist? Ja, in die Schlacht geboren worden zu sein, macht die Rage-Gladiatoren schnelle und aggressive Kräfte. So, vielleicht, warte, ich guck mal. Vielleicht kann ich hier aber irgendjemanden... Hä, wer sind denn die alle? Warum habe ich die rausgenommen? Ach so, die waren ja nicht so. Krass, kann ich hier nicht mal irgendwo... So ist es zu leise und vorher ist es zu laut. Ich muss ja gleich mal noch ins Optionsmenü. Das geht gerade leider nicht. Genau, das war genau, da wollte ich lieber, weil das mehr so ein Bonus ist, wollte ich bei den anderen. Was macht der? Ja, richtig, der war jetzt nicht so krass. Ja, könnten wir vielleicht... Ah, doch, der könnte vielleicht ganz nützlich werden. Ja, der... Ja, der ist jetzt nicht... Ja, der ist jetzt nicht so cool, der Effekt. Der Scout. Ja... Ja, so ein paar schwache Typen braucht man ja halt auch, denke ich mal. Schlachtfeldheiler ist sicher ganz cool. Genau, der war cool. Der Crashjacker sowieso. Raider, ja. Ja, ich denke, man braucht halt auch so ein paar Mittelfeldkarten oder auch etwas, was ein bisschen schwächer ist. Und nicht nur so krasse Sachen, denke ich mal. Zweimal den Warrior Monk. Weiß ja nicht, ob das jetzt sinnvoll ist. Der kostet halt eins weniger. Wir machen genauso viel Schaden. Boah. Ja, der ist eigentlich ja... Der macht mehr Schaden. Achso, ist ja der, den ich gerade reingegangen. Shifty Scavenger haben wir natürlich. Warum hat der jetzt... Hä? Der war doch gesegnet. Hä? Egal. Der war doch... Der war doch letztes Mal noch gesegnet. Ich meine, der wurde zwar angegriffen eigentlich, wurde ja eigentlich besiegt, aber der war trotzdem noch gesegnet gewesen. Ich habe doch extra die letzte Folge so benannt, als Anspielung darauf. Ja, Mensch, und jetzt ist das nicht mehr so. Das ist natürlich hart. Ja, ich will gerade, ob ich jetzt einen Kriegermönch rausnehme. Ich meine, dass man die beide braucht, ist ja vielleicht... Ja, der hat halt einen Lebenspunkt mehr. Das ist für Taunt jetzt eigentlich nicht schlecht, aber der hat halt doch... Braucht auch eine Energie weniger. Nee, komm... Da braucht man nur einen von den beiden. So, ich möchte ja auch gute Karten ziehen hier. Wobei man ja auch auf Deck tot spielen kann. Aber ich glaube, so lange wird der Kampf nicht gehen hier in Level 3 Elite. Da sollten wir... Ach so, das wollte ich benutzen. Ich wollte gucken, ob ich vielleicht mal ein Luxusgut mit meinem Gefolge teilen kann. Wo ging das? Hier? Ja, genau. Was hat denn dieses Öl gemacht? Calm Mind. Eine zusätzliche Anführerkarte. Das ist nur einmal... Ja, okay. Healing Warmth. Ah, da könnten wir die 2 Lebenspunkte, die wir verloren haben, direkt wieder auffüllen. Boah, wir haben hier noch ordentlich Lebenspunkte. Oder kommt hier auch gleich ein Camp? Weiß ich noch nicht. Achso, das ist nur Zeug. Ja, nee. Ah ja, da hätten wir nur Warriors Banner. Ach nee, das sind ja diese... Das sind ja nur diese Buffs. Die brauchte ich ja nicht. Edible Oil. Ja, könnten theoretisch natürlich diesen Tee benutzen. Aber ich meine, wir haben noch genug Lebenspunkte, denke ich. Calm Mind. Ich meine, wir ziehen ja sowieso 2 Anführerkarten. Hätten wir halt doch eine dritte. Ah, der Tee. Das war halt 2 Lebenspunkte mehr. Ich meine, ja, ich glaube, dass der jetzt 34 Schaden macht, wird, denke ich, nicht passieren. Nee, ich glaube, die spare ich mal noch für einen Boss oder so auf. Noch brauchen wir die eigentlich nicht. So. Ja, 2 Schaden zum Ziel gefällt mir recht gut. Ja, eine Konvoikarte. Der Lumbering Shambal. Genau, da ist der noch. Der war ja richtig stark, der Typ, dann, wenn man das macht. Das Thunderblade möchte ich auf jeden Fall behalten. Auch wenn sie schon gesegnet ist. Ja, und den hier eigentlich auch. Der hat so viel Schaden. Ja, den Lumbering Shambal lege ich dann nochmal weg. Kann diese Konvoikarte ziehen. Ja, die brauchen wir jetzt vielleicht auch nicht unbedingt im ersten Zug. Andererseits, ich behalte es mal, vielleicht kommt da ja trotzdem keine. Kann ja sein, dass da immer noch eine Karte kommt, die zu stark ist. Ja. Naja, ich mach das mal so. Ah, der Shifty Scavenger, da lohnt sich doch in gewisser Weise. Warum habe ich dem Typen gerade Schaden gemacht eigentlich? Hä?
Ich habe ihm gerade 4 Schaden gemacht? Von was? Glitch out. Was ist das hier? Cancel change. When a unit with taunt joins the enemy, that unit suffers blackout. Ja. Glitch out. Suffers blackout, that unit also suffers... Hä? Warum habe ich dem Typen gerade 4 Schaden gemacht? Nicht, dass es mich stört, aber ich verstehe es nicht. Ja, da könnte ich ihn damit ja direkt mal beschießen. Ach so, na, und dann könnte ich ihn ja damit... Dann könnte ich ja das auf ihn ballern und dann hätte ich ihn damit ja direkt schon... Ah, kann ich mir nicht leisten. Ah, das kann ich mir nicht leisten. Na. Ja, gut, ja. Ja, aber das kann ich dann ja im nächsten Zug... Hätte ich den dann ja einfach... Wäre natürlich cool, wenn ich den Shifty Scavenger, wenn ich dem irgendwie eine Segnung wiedergeben könnte. Ja, dann müsste ich den spawnen halt und dann... Ja, dann müsste ich jetzt noch einen ganzen Zug warten. Ja, da bin ich nicht sehr schlau. Weißt du was, Leute? Aber weil ich noch die Energie übrig habe und die nicht verschwenden will, ziehe ich die Konvoi-Karte mal noch. Vielleicht bringt es ja was, wer weiß. Vielleicht macht der Typ jetzt ja einen richtig krassen Move und wir brauchen die doch noch, wer weiß. Ja, aber eigentlich kann er ja jetzt nichts machen. Oh, das war ein krasser Move von ihm. Oh, wow, ich glaube, jetzt hat er uns gleich. Was war das denn für eine Aktion? Ja, ich könnte den halt spawnen, aber der wird einfach nur umgehauen. Ja, nee, da, ja, da kriegt er jetzt halt diesen Buff. Ja, da kriegt er den Buff halt nicht. Ich meine, man könnte jetzt natürlich... Gut, man könnte jetzt rumtricksen, natürlich. Man könnte ihn jetzt da oben hinsetzen. Dann könnte man hier mit dem Gewehr durch die Reihe schießen, da den Schaden machen. Oder könnte man... Ah, ja, wird er ja auch... Ach, Quatsch. Muss ich jetzt auch nicht irgend so, eine, so einen Blödsinn machen. Hier irgendwie wieder... Das hat ja letzte Runde nicht so geklappt, da mein Versuch mit den Segnungen das richtig schlau anzustellen. Wobei der, den ich segnen wollte, sie am Ende bekommen hat, muss man ja sagen. Ja, aber nee, ich mache das jetzt einfach hier. Die ganz billige Methode. So, das war der einfachste Kampf, den wir je hatten. Und auch gleich noch ein Miniboss. Ja, oh, und wir kriegen gleich einen Sicherheitsärmel. Na Mensch, der hat uns noch gefehlt, der Sicherheitsärmel. Tote Körper und zerrissene, verbrannte Zelte waren überall um uns herum. Ja, wir sammelten unsere Toten und Verwundeten, sammelten alle Vorräte, die wir konnten und gingen, bevor Verstärkung ankam. Naja, hat den Kampf, glaube ich, gerade ein bisschen ausgeschmückt. Ganz so episch war es jetzt nicht. Ja, jetzt könnten wir was für das. Da gibt es ordentlich. Ja, genau, da würde es Handelsgüter geben. Hm, interessant. Da würde es Essen nochmal Handelsgüter. Und könnten wir bei den Miniboss so, so lang latschen. Ja, oder wir laufen halt hier lang. Ich meine, diese ganzen Handelsgüter. Ah, die würde ich halt schon sehr gerne looten. Und hier würde halt ein Lager kommen. Hm. Schwierig, schwierig. Ich meine, die ganzen Leute müsste ich halt auch mal heilen. Da ist das nicht so gut. Ich glaube, der Shifty Scavenger, der macht, glaube ich, sowieso immer nur einen Schaden. Eigentlich ist der dann verwundet sogar ein bisschen stärker, wenn man sich überlegt. Weil er ja eine Energie weniger kostet, eine Energiezelle. Er hat jetzt die Frage, halt hier lang weiter oder da oben lang? Hier könnten wir uns heilen. Wir haben ja ordentlich... Wir haben ja einige Leute, die wir heilen müssten eigentlich. Ich glaube, der Shifty Scavenger, der macht auch so immer nur einen Schaden, oder? Ach nee, ja, der... Ja, nee, das eigentlich ist der ja... Naja, gut, 4 und 5 Lebenspunkte ist schon ein Unterschied. Mein Scavenger 7, ja, der hat tatsächlich die Segnung bekommen. Jetzt macht der 6 Schaden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist die Frage, unten lang oder oben lang? Hier unten würden wir, da wäre die Route dann so, dip, dip, und dann würden wir wahrscheinlich hier, dann könnten wir entweder noch eine Elite oder halt außenrum, und dann würden wir so laufen letztendlich. Ja, wir müssten so oder so, ja, das könnten wir uns hier halt aussuchen. Auf dieses Feld will ich aber letztendlich kommen, damit ich dann so diese Route laufen könnte. Jetzt ist die Frage, laufe ich, komme ich auf dieses Feld, indem ich... Man muss aber natürlich auch bedenken, ich würde jetzt zwar Loot bekommen, ich würde ja auch ordentlich Essen verbrauchen, hier wieder verprügelt werden, aber ich würde auch, ja, es ist halt schwierig. Es gibt halt einerseits Loot, aber andererseits muss man auch oft kämpfen. Und hier hätten wir eine ziemlich lange Strecke ohne ein Lager. Und weil wir schon die ganzen Verwundeten haben, würde uns das, glaube ich, nicht gut bekommen, hier so lange da durchs Kriegsgebiet, sage ich mal, zu laufen. Deshalb reise ich einfach mal zum Lager. Da können ja auch noch Gegner auf der Route kommen, so ist es ja nicht.
Aber es scheint recht sicher zu sein. Ja, den Chef, ja, der hat noch ein paar Lebenspunkte, aber der kann ich ableveln inzwischen? Ja! Hä? Ah, ich habe neue Sachen bekommen. Ach, richtig, ich habe hier neue Sachen bekommen. Ich habe hier neue Sachen bekommen, aber ich mache erstmal das Level ab. Oder soll ich erst... Also die Frage, soll ich erstmal... Aber ich gucke erstmal, was wir denn für neue Items haben. Es ist ein bisschen umständlich, dass man das so machen muss. Wobei, andererseits, na, ich hätte es anders machen können. Die Null-Drohne, was war das? Das war Cancel Challenge. Ach, die hatte ich ja eben. Ja, genau. Scavenger Arm, was war das? Kicking Down. Wenn er... Ach, genau, verliert er Lebenspunkt. Oh ja, das war... Ah, der ist eigentlich ganz cool. Ja, so, Security Sleeve, guck mal. Iron Gauntlet, so, der eiserne Handschuh. Nicht schlecht. Wenn die Taunt haben, dann kriegen die gleich noch zwei Lebenspunkte extra. Und das ist für Taunt ja mal sehr gut. Starting Armor. Oh, und wir haben zwei Startrüstung. Das ist ja sehr gut. Auf jeden Fall besser als das hier und die Nulldrohne. Ja, dann hat er auch Blackout halt. Und wenn ich Blackout richtig verstehe, bedeutet das ja, dass die im Grunde das Taunt verlieren. Denn hier steht doch Glitch Out. Ah ja, dann verliert er auch zwei Stärke, aber das, dann heißt das auch im Grunde, wir müssen die Blackout kriegen. Blackout, genau. Ja, Owl Keywords, Kartex, und ja, das heißt doch eigentlich, dass der dann kein Taunt mehr ist und auch noch zwei Stärke verliert und dass wir eigentlich vor Taunt, die ja mal richtig genervt haben, sicher sind. Das Problem ist nur, dass es irgendwie nicht funktioniert hat. Wir hatten doch immer Taunt oder hatten wir seitdem tatsächlich keine Taunt-Gegner mehr. Das hier gefällt mir ja auch sehr gut. Zwei Rüstung wäre natürlich auch sehr sinnvoll. Ja, dass die da zwei mehr... Ja, das ist ja eigentlich auch ziemlich gut. Ja, das wäre eigentlich... Das würde ich eigentlich gerne nehmen. Die Scavenger Armor. Ja, das ist jetzt halt nicht so der krasse Effekt. So das Negation Relay. Ja, dass er dann noch zwei Stärke verliert. Ja, ich meine, die Tor... Ja, nee, ich glaube, wir würden... Ich glaube, ich nehme mal weiterhin die Null-Drohne. Aber jetzt den Security-Sleeve noch zusätzlich. So. Ich gucke noch mal kurz die Knarre. Wir hatten doch noch eine andere Waffe hier. Ich gucke noch mal, was die war. Warrior's Banner, genau. Bravery, Target, Friendly, Follower, Gains, Taunt. Ach, das war ziemlich cool. Challenge, Target, Friendly... genau. Was war Beam Rifle allerdings? Ah, das sind die, die wir mal hatten. Ja, nee, das ist da doch schon cooler. Ja, nee, da bleibe ich bei dem Strahlengewehr. So, ich wollte nur kurz gucken, ob ich hier vielleicht irgendeine Karte habe mit einem... Ich wollte das hier halt noch gucken, was das macht, damit ich, wenn ich hier einen Buff bekomme, wenn ich hier jetzt die Karten gleich vom Level abziehe, dass ich da eventuell gucken könnte, dass die hier gut... zu unserem bereits vorhandenen Deck passen. Das muss man ja auch alles gut aufbauen, dass das hier alles so hinhaut. Damit man ja auch ein stimmiges Deck hat und hier auch am Ende dann zu diesem Ding kommt, wo wir hier hinpilgern. Ich habe vergessen, wie das Ding hieß. So, was haben wir? Ach, Inspired Assault wieder. Headshot. Ja, okay, mal gucken, was kriegen wir. Die hatten wir doch alle schon mal. Headshot. Ja, genau, 7 Schaden zu einem Ziel. Gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Haben wir Headshot nicht aber schon? Energize, set target, follow strength to the highest strength in battle. Ja genau, das ist richtig. Das ist ziemlich cool eigentlich. Und kostet nur 1 Energie. Das ist eigentlich sehr krass, die Karte. Da könnten wir eigentlich auch so einen richtigen Lone-Typen, weil die meisten Gegner ja mehr Stärke als Lebenspunkte, oder haben sie mehr Lebenspunkte als Stärke? Auf jeden Fall könnten wir ja auch so mit so einem richtig Lone-Typen, dann könnten wir einfach irgendwie, ne, irgendwie so ein Scout oder was spawnen. Wenn der Gegner gerade einen krassen Typen hat, könnten wir den vielleicht damit umhauen. Inspired Assault, all your followers, ja, mit Stärke 3 oder weniger. Ja, nicht schlecht eigentlich. Ja, und der Headshot, der fällt mir eigentlich aber am besten. Aber jetzt muss ich nochmal gucken. Hallo? Ich will nochmal in mein Deck gucken. Hallo? Ich will nochmal im Deck. Da steht zurück und ich kann nicht zurück. Hallo? Da gehe ich mal kurz zum Menü zurück. Das hat immer funktioniert, um mir wieder rauszukommen. Das oben scheint ein Bug zu sein. Eigentlich stand da oben ja zurück, aber es ging nicht zurück. Da umgehe ich diesen Bug einfach mal kurz und so, und jetzt, genau, Headshot haben wir nämlich schon, Coordinated Fire, Burst Fire, Battle Crash, Shot, Decoy, Burst Strength. Ja, ich gucke nur gerade, dass wir jetzt keine Karten doppelt holen. Ja, das war Decoy. Ach, wir haben ja schon eine Karte, die jemandem Taunt gibt. Ach nee, es ist ein Konstrukt. Ja, das ist ja eigentlich dann okay, Blast Strength, genau, Static Charge, der war eigentlich, den finde ich eigentlich nicht so cool, da habe ich auch gleich zweimal.
Naja, wobei es hat schon mal geholfen. Reinforced Royal Convoy Card, weil ich zweimal der Quickshot. Ja, die gefallen mir echt ganz gut. Ja, Battle Cry. Das ist eigentlich auch ganz cool. Der Shot, ja, gefällt mir auch gut. Burst Fire. Ja, Coordinated, ja. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Ja, und der Headshot natürlich richtig OP. Ich meine, der könnte ich ja auch auf den Anführer. Da hätte ich den ja eigentlich immer richtig. Ja, und der Neural Shift. Der ist auch krass. Ja, also okay, ja, also Headshot haben wir schon. Den muss ich jetzt nicht noch ein zweites Mal holen. Das heißt, ich muss diese Karte ja auch gar nicht unbedingt umdrehen. Und hier lag ja der, dieser Inspired Attack. Und den fand ich jetzt auch nicht so cool, würde ich sagen. Aimed Shot. Drei Schaden zum Ziel. Ja. War für drei Energie. Boah, könnte ganz cool sein. Mal gucken, was macht Relentless Target Follower Gains, Tiles Damage It Gains. Ah, nicht schlecht. Ach so, das ist ja wie dieses, wie unser Bolster im Grunde. Halt nochmal so eine Karte, aber dass, wenn sie verwundet sind, würden sie halt noch ein bisschen mehr bekommen. Das ist eigentlich nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so krass. Aimed Shot. Für drei Energie, drei Schaden. Naja, könnte halt. Ja, das hier ist eigentlich ziemlich krass. Wenn der Gegner eine krasse Karte hat, könnten wir ihn da ja ziemlich outplayen mit. Andererseits. Ja, das ist jetzt halt alles nicht so krass. Relentless. Ja, nicht schlecht. Ja, drei Schaden zum Ziel. Weiß nicht, ja, doch. War ja, doch, könnte. Ja. Da könnte eigentlich ganz sinnvoll sein, denke ich. Ich glaube, ich meine, das hier ist jetzt sicherlich nicht schlecht. Aber wir haben ja halt auch, also ich meine, wie viel das bringt, ist halt die Frage. Denn die haben ja meistens mehr Lebenspunkte als Stärke. Und so krasse Typen hatten die Gegner bisher nicht. Aber wenn sie doch mal einen haben, könnten wir damit natürlich. Und wenn dann kein Taunt, und ich meine, das könnte ja auch einer unserer eigenen sein. Das heißt, wir könnten da so einen krassen Typen haben. Vielleicht irgendwie den. Irgendwie so den Seventh Scavenger oder diesen Shifty Scavenger. Die Typen mit den vielen Schaden oder den Enforcer oder so. Und dann könnten wir einen anderen Typen spawnen. Vielleicht irgendwie einen Scout, was billig ist, und könnten dem Energize geben. Und dann hätte der auch so viel Stärke eigentlich. Ja, doch. Ich nehme mal die Karte. Ich glaube, die könnte uns sehr nützlich werden. So. Und ich kriege gleich zwei Lebenspunkte zu und ja. Und noch einen neuen Waffenslot. Das gefällt mir natürlich auch sehr gut. Ist die Karte jetzt automatisch hier drin schon? Ja, da ist sie. Energize. Und ich habe einen neuen Waffenslot. Ach, und ich habe mir nur die eine Waffe. Na, dann rüsten wir die halt aus. Warum nicht? Wenn wir nur die eine Waffe haben. Ja, und den Rest. Ja, ich weiß nicht, ob ich irgendeine Karte rausnehmen soll. Den Static Charge. Ja. Ich lasse das Deck mal so, wie es ist. Bis jetzt hat das eigentlich. Wobei wir manchmal doch echt Karten hatten, die nicht so geholfen haben. Ah, Blessed Strength. Ja, wenn wir Blessed Strength. Ich meine, wenn wir jetzt den Ender. Wenn wir jetzt diesen. Ach nee, ich meine. Naja, ich. Nee, ich verbrauche jetzt mal noch keine Punkte dafür. Ich glaube, das Deck ist schon ganz okay so. Ja, und dann. Ach so, ja, die paar Leute, die soll ich auf jeden Fall heilen. 3 Essen, um gleich 4 zu heilen. Das geht ja. Heal Use. Ich habe aber nur einen Heal Use. Naja. Zack, so. Und es ist noch. Ja, jetzt ist unsere Drohne anscheinend noch verwundet, aber das geht ja. Ja, dieser Lancer hier. Naja. Das ist schon ganz okay. Ja, der Shifty Scavenger. Ja, der kostet jetzt halt wieder 4, aber dafür kann er auch nochmal. Sterben theoretisch. Ja, schade, dass das doch nicht funktioniert, dass der gesegnet geblieben ist. Ich dachte ja schon, ich habe da wirklich einen guten Deal gemacht, aber anscheinend dann doch nicht. So, jetzt gibt es nur ein Feld. Ja gut, wir könnten theoretisch natürlich dahin reisen. Ah, ich müsste gar nicht so einen Umweg gehen. Der würde da direkt. Ja, aber das muss ja. Hey, warum könnte ich dahin nochmal reisen? Was wird denn da jetzt der Sinn? Oder blinkt einfach alles, was in der Nähe ist? Naja, wir wollen natürlich nicht dahin. Wir wollen hier geradeaus. Tap, 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 tap. Und da sind wir auch schon.
Wir kamen zu einer seltsamen neuen Landschaft, die seltsamerweise gar keine Vegetation hatte. Der Boden war unangenehm heiß und die Luft roch nach verrotteten Eiern. Zwei schäbig aussehende Gefolgsleute, Fellows, Kumpels mit Gasmasken, verwitterten grauen Ponchos und Speeren warteten in der Mitte der Straße auf uns. Sie warnten uns vor dem verräterischen Pfad da vorne und boten ihre Dienste als Führer an. Wir könnten sie anheuern, kostet 7 Batterien, oder sie ignorieren. Die Chance ist unwahrscheinlich. Das heißt, wir würden wahrscheinlich in den Kampf laufen. Das geht aber sowieso nicht, weil wir nur noch eine Batterie haben. Wo sind unsere ganzen Batterien? Ach ja, ich musste Essen kaufen, richtig. Und da hatte ich noch eine Batterie übrig. Ich erinnere mich, ich habe schon gedacht, dass ich damit richtig weit komme. Naja, dann muss ich das leider abnehmen. Ich habe 7 Batterien nicht, aber ich könnte dir doch ein bisschen Essen geben. Die Leute wollen hier doch ständig essen. Warum kann ich denen das nicht verkaufen? Naja, ich muss sie leider ignorieren. So ein Tauschhandel geht wohl nicht. So. Ihr Preis schien zu hoch und die Straße schien in absoluter Ordnung, trotz der seltsamen Umgebung. Doch wir waren falsch. Wir hatten übrigens gar keine Wahl, aber egal. Eines der Fahrzeuge brach durch die Kruste des seltsamen gelben Bodens und fiel in ein tiefes Sinkloch, das unter ihm kollabierte. Nee, das über ihm wieder zufiel, kollabierte. Und ein paar von unseren Leuten sind damit runtergefallen. Müssen wir akzeptieren, leider. Wer fehlt denn jetzt? Wer? Nein! Haben die gerade einen Gesegneten? Nein! Nein! Bloß nicht den Thunderblade! Nein, nein, nein! Oh, jetzt noch ein Kampf. Ach nö. Och nö, Leute, das muss doch nicht sein. Und 7 Batterien, ey, das war doch echt nicht viel Geld. Hätte man den nicht ein bisschen Essen tauschen können? Wir haben ordentlich Essen. Okay. Was wie ein friedlicher und ruhiger Abend schien, wurde unterbrochen von Schreien und Feuer vom ersten unserer Waggons. Wir schnappten uns unsere Waffen und bereiteten uns vor, die Angreifer zu konfrontieren. Ich dachte eigentlich, warum sind wir nicht im vordersten Wagen als Anführer? Haben die jetzt wirklich den. Nein. Der Thunderblade. Das war eine unserer besten Karten. Ja, der Lancer, ja, auch schlecht, aber das Thunderblade, nein. Ey, Junge, wo soll ich denn so eine gute Karte wieder herkriegen? Die war richtig krass, ey. Naja, immer der Enforcer und der Scavenger 7 sind noch da. Die hauen auch ordentlich rein. Oh, was eine Pleite, ey. Ey, man glaubt's ja nicht. Ey, ja, ich bin gerade so, ich werde gerade noch ein paar Karten reinnehmen. Ich habe nur 16. Ich habe irgendwie Angst, dass ich auf dem Deck tot lande am Ende. Allerdings 16 Karten. Was ist das denn für ein Type überhaupt? Oh, ist schon ein bisschen stärker. Ob ich auch irgendwas reinnehmen sollte, den Kriegermönch. Ich hatte nochmal Taunt halt. Hätten wir noch eine Taunt-Karte. Ich nehme die beiden mal wieder rein. Den Aufseher, den brauchen wir jetzt wirklich nicht unbedingt. Meiner Meinung nach, ich finde jetzt auch diesen Effekt. Ja, ich meine, wir haben aber selber, gut, andererseits, wir haben selber eine Drohne, aber boah, jetzt halt, ich meine, wir haben schon gute Karten. Man sollte jetzt auch keine Karten reinnehmen, die vielleicht nicht so gut sind, ne? Denn der ist jetzt halt so mittel, würde ich mal sagen. Wir haben schon so einige Karten, die so mittel sind, und dann nimmt er uns ja nur die Stats für die mittleren, also die Chance, die zu ziehen. So, die Maschinistenwache, so trainiert, wurden trainiert, um die Mönche und ihre heiligen Stätten zu bewachen, und deshalb sind diese Wachen, benutzen die, also diese Wachen, die benutzen fortgeschrittene Technologien, um anzugreifen und zu verteidigen. So, wir beginnen mal den Kampf, wir ziehen zuerst. Oh, wir kriegen gleich Headshot, die müsste ich behalten. Blessed Strength ist im ersten Zug wenig sinnvoll. Aber ich übernehme, ja, der Welder haben wir gleich. Few, wait, was heißt das? Oh, der Rioter. Ja, auch ganz cool eigentlich. Ja, ich denke, das ist ein gutes Deck eigentlich, was wir hier gleich bekommen haben. Das lassen wir mal so, dieses Banner. Ja, der bekommt Taunt, Hasty Beam, könnten wir direkt raufballern, oder wir könnten hier was austauschen. So, Hasty Beam, ja, da warte ich mal, bis er schön läuft. Oh, das ist ein kleines Schlachtfeld, interessant, das ist neu.
Ja, und das einzig Sinnvolle ist jetzt ja eigentlich den Raider zu spawnen. Wo genau? Ist natürlich die Frage. Weiß ich, ob das überhaupt irgendeinen Unterschied macht hier. Ja, vielleicht da oben bei dem. Oh, hinter dem. Bei dem Felsen da. Keine Ahnung. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, wie das hier gut ist. Ich meine, wenn sie dann nach hinten gezogen werden. Ich spawn die hier. Ich bin auch nicht so oder so ein Quack bin ich jetzt auch nicht, dass ich hier wüsste, schon gleich am Anfang des Spiels, wo man hier jemanden platzieren muss. Ich spiele das ja wie gesagt zum ersten Mal. Der erste One, den ich hier spiele, ist das. Ich habe sogar das Tutorial mit euch zusammen gemacht in der ersten Aufnahme, wie ihr wisst. Ah, der Spark. Auch eine coole Karte eigentlich. Die könnten sie also sofort umhauen. Da, die beiden zusammen. Ja, die nicht. Ja, ob die uns überhaupt angreifen würden, ist fraglich. Ich könnte den Rioter spawnen. Ja, aber nee, ich muss eigentlich. Ja, genau, das kann ich machen. Ich könnte mit der Knarre einmal durchballern, den Typen hier in der Mitte, weil der den meisten Schaden machen würde. Ja, und dann könnte ich ihr noch die Blessed Strength geben. Oder ihm, ich bin mir nicht sicher, ob das nur ein Mann oder eine Frau ist. Und kann es mit dem Halsu natürlich sehr schlecht erkennen. Ich dachte immer, es wäre eine Frau, aber es könnte auch ein Mann sein. Ja, dann könnte ich ihr noch hier noch eine Stärke extra und einen Lebenspunkt extra geben. Dann könnte sie nochmal auf den Boss hier raufhauen, nochmal direkt. Also auf den Anführer gewissermaßen. Ja, und hier zu allen, ja, die hebe ich noch auf. Ja, Headshot. Ja, ich könnte natürlich auch den Mönch, aber das wäre eigentlich ziemlich sinnlos jetzt. Da wird nur der Typ hier umgehauen. Also gut, naja. Theoretisch könnte ich auch ihn spawnen und. Nee, das wäre richtig bescheuert. Ja, wait, der Rioter. Hab vergessen natürlich, ich hab's gerade gehört, ich habe eine Nachricht bekommen. Natürlich habe ich vergessen, mein Handy auf lautlos zu stellen. Das mache ich mal, während ich noch nachdenke. Der Rioter würde natürlich, der würde eigentlich auch umgehauen werden. Das ist eigentlich. Ja, nee, ich hatte da gerade, glaube ich, schon. Mein erster Plan war, glaube ich, gerade schon der beste. Das wäre alles andere. Wäre da doch sinnlos. Und der Grund, dass ich mich so oft wiederhole, ist, dass ich gerade hier noch. So. Muss hier gerade noch was rumdrücken, wie gesagt. So, ja, dann. Ja, dann mache ich das einfach so, wie ich es zuerst gedacht habe. Die erste Idee ist ja manchmal die beste, wie man weiß. So, und dann machen wir das einfach so. Zack. So, haben wir ihn nochmal getroffen. So, und jetzt geben wir einfach hier Blessed Strength. Hat sie immerhin. Naja. Ja, da hat der Typ nur noch einen Lebenspunkt übrig. Das ist dann schon okay. Ja, dann können wir im nächsten Zug mit Static Charge einfach holen, wenn er sich nicht heilt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man sich heilen kann in diesem Spiel. Beziehungsweise besser wäre es natürlich im nächsten Zug mit ihr wieder anzugreifen oder ihm, damit hier die Segnung kommt, anstatt den Static Charge zu benutzen. Aber mal sehen, wie es kommt. So, ein Explorer, der ist ein Sniper. Was heißt das? Heißt das, der kann von überall aus angreifen? Wäre natürlich ziemlich cool. Kommt nicht durch unseren Schild. So, Decoy. So, jetzt könnte ich. Ja. Ja, da sollte ich natürlich sie nehmen anstelle des Static Charge. Könnte ich irgendwie. Ich überlege, ob ich irgendwie es machen könnte, dass ich hier noch. Dass ich hier einen anderen Typen die Segnung gebe. Ich meine, Raider ist jetzt nicht so stark. Ich würde das lieber dem Mönch hier zum Beispiel geben, dem Kriegermönch. Aber die können ja alle erst im nächsten Zug angreifen. Was man vielleicht machen könnte. Ja, nee, das würde auch nicht. Ich könnte natürlich jetzt jemanden auf Taunt. Ich überlege halt hier gerade. Ich könnte jetzt halt. Irgendjemand auf Taunt. Ja, aber hier könnte ich hier ja auch wieder keinen spawnen. Ja, nee. Ich glaube, dieses Rumgefummel hier mit denen, wie man hier irgendwie auf eine gute. Dass hier irgendwie eine besonders. Dass man hier besonders schlau jemanden segnet. Ich glaube, das bringt es eigentlich nicht in den meisten Fällen. Wir kommen gerade ziemlich gut durch. In der letzte Aufnahme ging das alles nicht so gut voran. Da hatten wir mal richtig schwere Kämpfe und so. Und jetzt läuft es hier sehr gut voran. Und ich merke gerade, dass ich langsam schon bei einer halben Stunde Aufnahmezeit bin. Und ich wollte dieses Video einfach eigentlich ein bisschen kürzer halten. Einerseits, weil die letzten Folgen so lang waren. Und andererseits, weil es schon relativ spät ist und ich ja auch mal schlafen muss irgendwann. Ja, hier wieder der Standardspruch. So. Ich wollte eigentlich das mit dem Schlafen, da wollte ich eigentlich noch irgendeinen Witz mit dem Propheten bringen, aber da ist mir dann kein guter eingefallen. So, ja, wir müssen jetzt nicht unbedingt das aber drauf anlegen und gleich zum Miniboss laufen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch den einen Kampf da oben. Ja, ich habe ein Camp wieder. Manage your convoy. Ach, ich habe ja hier was Neues bekommen. Ja, genau, hier. Ja, genau, wertvolle, hier, feine Stoffe und so ein Zeug habe ich ja wieder bekommen. Ja, nee, haben wir aber natürlich nicht sonderlich was Krasses jetzt bekommen halt. Ja, aufleveln, ja, nee, können wir auch nicht. So, was haben wir hier?
Ja, und der Wader, der ist jetzt halt wieder mal gesegnet. Wir hatten ja schon mal einen der Wader gesegnet, wurde dann leider wieder umgehauen. Naja, ja, okay, dann, so, dann reisen wir einfach mal da oben zu den Wegkreuzungen. So. Der Weg vorne war mit Barrikaden blockiert. Eine Gruppe von katzenartigen Kriegern mit primitiven Waffen und hellen dekorativen Narben kauerten dahinter. Wir sahen auch, wie ein paar von ihnen an beiden Seiten der Straße lauerten. Wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Hoffnung. Eine hörbar nervöse Stimme schrie von der Barrikade und verlangte nach Tribut zum Passieren. Ja, würde ich ja an sich bezahlen, vielleicht, weiß ich, aber ich kann es mir eh nicht leisten. Insofern müssen wir leider angreifen. Boah, der ist jetzt nicht so stark. So, Riders so quick and well. Ah, Reiter, ja, die sind schnell und gut organisiert und wollen, sobald sie einmal unsere Witterung aufgenommen haben, sind sie hart. Es ist schwer, sie abzuschütteln. Ja, das Deck müssen wir jetzt nicht nochmal editieren, da habe ich ja gerade schon geguckt. Ja, und ob wir irgendwelche Wertsachen jetzt teilen sollten. Ja, da würde ich ja 2 Lebenspunkte. Was machen die? Feine Stoffe, was machen die? Eine Hinderniskarte meiner. War nicht schlecht. Eine Hinderniskarte könnte ich da meiner Hand hinzufügen, aber. Ja, ich meine, der ist jetzt nicht so krass, der Typ. Ich glaube, da kommen wir schon gegen an. Aber merkt mal, wie stark wir inzwischen sind. Sonst eine mit 7 Lebenspunkten. Der wäre so uiuiui, ziemlich stark. Aber jetzt ist das eigentlich eine easy Sache. Jetzt kommen wir da gut gegen an. Wieder den Headshot, das gefällt mir. Reinforced Draw Convoy Card. Ja, hier zweimal den Raider brauchen wir nun auch nicht. Der Cutter, was war Barrier? Ja. Ja, der ist ganz cool. Den könnten wir, der könnte uns nützlich werden, denke ich. Ja, und eine Convoy-Karte ziehen. Ja, die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. So, machen wir mal so. Energize gefällt mir da schon besser. So, der Rioter. So, das einzig Sinnvolle ist jetzt im Grunde, ja, den Raider direkt zu spawnen. Ja, so, da können wir im nächsten Zug wieder hier 3 Schaden draufballern und mit dem Raider dann halt umhauen. Ja, gut, dann, naja, genau genommen ist das vielleicht nicht so klug, weil der Raider ja schon gesegnet ist. Da habe ich jetzt nicht ganz mitgedacht. Aber naja, wir wissen ja nicht, wie es kommt. Man kann jetzt ja auch nicht alles so vorhersehen. Seht ihr, da kommt schon sowas. Da macht er halt sowas, der Typ. Und dann sieht die Sache halt wieder mal ganz anders aus ohnehin. So, den Typen sollten wir allerdings vielleicht sogar zuerst angreifen. Der macht 3 Schaden. Der könnte den Raider einfach rumhauen. Und unsere Knarre allein wird den leider nicht erledigen können. Ja, was war das? Ach, das hat Taunt, genau. Ich könnte natürlich den Kollegen spawnen und wie viel braucht das? Ach, das kostet gar nichts, oder wie? Ich könnte natürlich den Typen spawnen, ups, den Typen spawnen, ihm Taunt geben. Aber nee. Warte, ich denke gerade, warte. Kriege ich es irgendwie vielleicht hin, dass der Shift die Scavenger, dass der die Segnung bekommt oder der Wyatt, irgendjemand, wo es ein bisschen sinnvoller wäre, jetzt nochmal denselben Typen zu segnen. Da müsste ich es ja irgendwie schaffen, ohne den Raider zu verlieren, noch einen ganzen Zug lang auszuharren hier. Und das sollte ich hinkriegen. Es wäre ein gewisses Risiko natürlich. Ich könnte den Shift die Scavenger spawnen. Ah nein, halt, nee. Wenn ich den Shift die Scavenger spawne, ja, dann könnte der Raider den Typen da angreifen. Dann wäre der zerstört. Und dann könnte ich im nächsten Zug mit Energize dem Shift die Scavenger auch die 5 Stärke geben. Es ist ein bisschen riskant, muss ich zugeben, aber es könnte halt funktionieren. Ja, und ich möchte jetzt, ich meine, ist jetzt, wie gesagt, Scheiße! Ich vergesse jedes Mal diesen Racheschaden. Oh. Ach, Scheiße. Das vergesse ich jedes Mal. Ach, nee, Leute, ey. Das vergesse ich immer wieder, ey. Den vergesse ich immer wieder. So eine Pleite. Okay, ja, das hätte aber sowieso nicht ge. Ach.
Ich vergesse den echt immer wieder. Ja, okay, gut. Was kann ich jetzt machen? Was kann ich jetzt machen? Ist mir schon mal aufgefallen, dass da oben die Karten vom Gegner richtig liegen. Ziemlich cool. Ach, so eine Pleite. Ja, ich könnte den Shifty Scavenger spawnen. Der hat natürlich nicht viele Lebenspunkte. Der Wyatter hätte da schon mehr. Aber, ja, der Shifty Scavenger, ja, die haben halt beide. Die würden beide nur mit Energize, würden sie den im nächsten Zug kriegen. Ein Shifty Scavenger jetzt spawnen. Weiß nicht, das wäre jetzt halt richtig pokern, dass der jetzt eine starke Karte spawnt, damit ich den mit Energize dann und... Ja, nee, wir müssen jetzt nicht Poker spielen, wir spielen Nowhere Profit. So, spawn ich mal lieber den Wyatter. Ach, was für ein Fail, ey. Ich habe das wieder vergessen einfach, dass der... Ja. Dieser Racheschaden, das ist so ungewohnt. Das ist ein Spiel eigentlich nicht und da... Also zumindest in den Spielen, die ich so ein Spiel, ist das nicht und... Ja, gut. Ja, also wir hätten ihn haben können, aber... Haben wir jetzt halt nicht, weil das, ja, weil ich das ziemlich verpeilt habe. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich das einfach auf den Boss, was? Ich kann jetzt wirklich damit den Boss umschießen? Das geht für jedes Ziel, ich kann damit den Boss umschießen? Ich meine, die meisten Gegner haben ja nicht mal 7 mehr. Gut, ich muss bis zum dritten Zug ausharren, aber das ist ja richtig krass. So, jetzt könnt ihr natürlich wieder ein gewagtes Experiment machen, damit der Typ irgendwie den Kill abstaubt. Aber ganz ehrlich, ich sehe nicht, wie ich das jetzt schlau... Wobei. Ich könnte ihm Energize geben. Ja, ich könnte ihm Energize geben. Dann hätte er 4 Schaden, wie der da. Wie der Raider. Und dann habe ich ja noch den hier mit 2 Stärke. Da sollte jetzt eigentlich nichts dran schief gehen. Das sollte klappen. Dann ist jemand gesegnet. Ich hoffe mal, dass ich nicht wieder so reinhaue. Bisher haben meine Segnungspläne ja... Da waren das ja immer grandiose Flops, wo ich am Ende sogar noch Karten verloren habe. Aber dieses Mal klappt's. Ja, der Segnungsplan geht auf. Beim dritten Mal. Mein dritter Segnungsplan hat funktioniert. Denn alle guten Dringe sind 3. So, wir bekommen auch ein bisschen Loot. So. Ja, ja, wieder mal der gleiche Standspruch. Ah, cool, hat mal so ein Plan geklappt, endlich. Ja, ich meine, gut, ja, einer wurde gesegnet, einer ist verwundet. Ja, jetzt eigentlich kein guter Deal, wenn man ehrlich ist. Weil ja vorher schon einer gesegnet war. Wir haben jetzt also eigentlich insgesamt was verloren. Aber ich glaube, der Wyatter ist auch stärker als der Raider. Insofern ist das dann doch wieder ganz okay. Hier können wir nichts machen. Enter Camp. Was haben wir hier? Ja, ein bisschen halt, ja, die Wertgegenstände halt. Können wir mal schön verhökern dann in der Stadt. Das ist doch eine Stadt, oder? Township, ja. Dann reisen wir mal direkt in die Stadt mit unserem schönen Frischkorn. Och nö, da kommt noch jemand. Da kommt natürlich noch jemand davor. Unsere Späher kamen mit besorgniserregenden Nachrichten zurück. Sie sahen die metallischen Körper eines Schwarms, der in einer Schwarmpatrouille in der Nähe. Wir schritten mit Vorsicht voran. Hielten unsere Waffen nahe bei uns. Ein paar Stunden später fanden wir die ausgebrannte Hülse einer Kutsche, die in der Mitte der Straße stand. Körper von Tieren und Menschen, durchschnitten von Energiewaffen, lagen um es herum. Das hätten wir sein können. Wir könnten uns nähern, Chance unwahrscheinlich. Ja, jetzt nochmal direkt in den Kampf. Nee, ich glaube bei Events kommen eigentlich starke Kämpfe. Ja, da wird jetzt halt einfach ein Kampf kommen. Oder wir kriegen halt Loot von den Leuten. Aber nee, ich habe irgendwie ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass das eine besonders gute Idee wäre. Wir gehen einfach weiter. So, und sind jetzt in Sindaswad. Eine Stadt mit einem Markt und Gefolgsleuten, die ein bisschen, ja, sieht ein bisschen aus, als wäre das hier so asiatisch inspiriert. Hier diese Lampions, vielleicht bilde ich es mir auch gerade nur ein, aber ich habe das Gefühl, dass da so ein bisschen hier die Inspiration war. Ja, ich würde gerade gern sagen, dass wir in der nächsten Folge mehr über Sindaswad erfahren. Oder Sindaswad. Oder Sindaswad heißt sie vielleicht auf Englisch, keine Ahnung. Aber wir erfahren nicht mehr auf jeden Fall über diese Stadt, wie auch immer sie heißt, denn es gibt hier ja gar keine Story, die würde ja sonst hier stehen. Nichtsdestotrotz wird es in der nächsten Folge mit Nowhere Profit weitergehen, auf dem Markt und bei der Rekrutierung von Gefolgsleuten womöglich. Bis dahin sehen wir uns dann
Ja, ich will jetzt nicht schon wieder sagen, dass wir uns bei Subnautica wiedersehen. Das wäre jetzt natürlich auch ein guter Running Gag geworden, hätte ich es zum dritten Mal gesagt. Aber ich sag's diesmal nicht. Also wir sehen uns nächstes Mal. Jetzt fange ich doch wieder so an. Es ist unglaublich. Es verfolgt mich einfach, das Subnautica. Deshalb sage ich einfach mal, Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben, um nächstes Mal nicht zu verpassen, wenn wir in Sinderswart sind oder wenn wir in Subnautica uns zur nächsten Rettungskapsel begeben oder irgendwas anderes spielen. Lohnt es sich zu abonnieren, damit unterstützt ihr auch nochmal den Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Das habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt, aber doppelt hält besser. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder von irgendeinem Spiel, was auch immer das nächste Video sein wird. Vermutlich ja wieder, wie immer, Subnautica natürlich. Und das übernächste Video wird, wie immer auch wahrscheinlich, dann Nowhere Profit sein. Also alles beim Alten. Und das ist auch alles, was ich damit sagen kann. Das ist, glaube ich, meine längste Abmoderation, die ich jemals hatte. Deshalb höre ich jetzt mal lieber schnell auf. Bis dann.